Ich habe in den letzten beiden Jahren über Biodiversität recherchiert und Studie nach Studie gelesen und alle roten Listen werden länger und die Vögel sind weiter gefährdet. Mit den Insekten wird es überhaupt noch nicht besser. Es muss gehandelt werden. Das ist richtig, richtig tragisch, denn eigentlich kann gute Landwirtschaft helfen, diesen Trend wieder umzudrehen. Warum das so wichtig ist und was wir jetzt alles brauchen, das sagt Ihnen jetzt der neue Präsident vom NABU, der ganz lange Erfahrung hat in der Arbeit mit dem Naturschutz, der aber auch ökologische Fußabdrücke berechnen hilft und uns allen was an die Hand gibt, damit wir beitragen können zu einer besseren Lebensweise, zum besseren Konsum für Naturschutz. Und was noch alles passieren muss, das sagt Ihnen jetzt Jörg-Andreas Krüger vom NABU. Herzlich willkommen. Toll, dass du hier bist. Vielen Dank. Hallo und guten Morgen, Berlin. Es ist super, euch hier alle zu sehen. Es ist eben schon angeklungen, wir haben eine Politik in der Agrarlandschaft, auf die wir zurückblicken, des kompletten Versagens. Wir haben Biodiversitätsverluste, wir verlieren Insekten, wir verlieren die Vögel, wir verlieren die Höfe. Und wir verlieren die Chance auf eine saubere Zukunft mit einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Lasst uns heute deutlich machen, dass wir das so wahnsinnig satt haben und dass wir eine Veränderung brauchen. Denn in diesem Jahr gilt es, wir haben im Jahr 2020 jetzt die Chance, mit der Veränderung der Agrarpolitik die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Bäuerinnen und Bauern dafür bezahlt werden, Klimaschutz zu machen, Bodenschutz zu schützen, wieder Habitate und Strukturen auf ihren Flächen zu lassen. Lasst uns die Politik nicht aus der Verantwortung gehen und lasst es uns persönlich adressieren. Frau Klöckner und Frau Merkel haben es dieses Jahr in der Hand. Das Geld ist da. Es muss nur vernünftig verteilt werden. Sie dürfen nicht so weitermachen, wie es ist. Und lasst uns zusammen den Schwung nehmen, den wir hier haben. Zum 10. Mal treffen wir uns hier in Berlin und demonstrieren. Wir haben die Volksinitiativen und die Volksbegehren. Lasst es uns deutlich machen, dass wir nicht locker lassen werden, dass sie aus der Thematik nie wieder rauskommen werden, denn wir wollen eine saubere Zukunft, wir wollen bessere Landschaften, wir wollen eine tolle Landwirtschaft mit fairen Preisen und mit einer Perspektive für die Bäuerinnen und Bauern. Lasst uns die Proteste, die aus der Landwirtschaft immer stärker werden, mitnehmen. Lasst uns deutlich machen, hier machen sich viele Gruppen der Gesellschaft auf den Weg, die sagen, diese Politik kann nicht sein. Landwirtinnen und Landwirte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Naturschützerinnen und Naturschützer, wir alle stehen hier und stehen an anderen Orten in diesem Land und werden nicht locker lassen, bevor die Agrarreform in Europa, bevor auf der Weltebene in den Klimaverhandlungen und in den Biodiversitätsverhandlungen etwas in die richtige Richtung vorangebracht worden ist. Wir müssen Schluss machen mit 10, 15, 20 Jahren Leistungsverweigerung der Politik. Und von daher rufe ich euch und uns alle heute auf, werden wir laut zusammen. Lassen wir uns nicht verarschen weiterhin. Lasst uns diese Politik nicht durchgehen und lasst uns diese Demonstration heute nutzen und nochmal ein starkes Zeichen für ein tolles 2020 in die Zukunft nutzen. Vielen Dank und viel, viel Spaß. Werdet laut!